Glauben wirklich noch, es gibt bei uns nur Almdudler und Speck. Und deswegen werden wir das jetzt draußen auch weiterhin so machen. Ich kenne es aber für das Dreck. Das heißt, dass da mal mit einer Waschmaschine raus, ich weiß, das schaut nicht gut aus. Ja, nein, das kommt nicht. Ja. Ich schaue, ob das Auto. Das Auto wird ein Kerz mehr haben. Auch kann man nicht sehr, das Auto, aber die Frage ist noch wie. Auf alle Fälle, das, was ich noch nicht erwähnt habe von der Produktrange, wir haben die Marke, also die Marke Schirnhoff ist der Premium-Brand, den wir quasi ins Rennen schicken. Aber genauso wird mit dabei sein, frisch am Tisch, jetzt draußen sehen, feinste österreichische Küche. Das sind Traditionsprodukte, die wirklich so Einzelmenükomponenten sind. Ja, da haben wir natürlich das Wiener Schnitzel mit dabei, ebenso wie ein steirischer Backhändel, was da nicht fehlen darf. Die Bratenkiste mit tollen Bratenprodukten, die gefüllt sind. Das habe ich schon richtigen Gusto. Ich freue mich, dass wir gegen Mittag eine schwamseln können, dass wir ein Scheit essen können. Ja, also das wird so das Produktportfolio sein, was es umfassen wird. Und mit dem wollen wir auf alle Fälle in die Vermarktung gehen. Und es gibt auch schon einige, die diesen Weg mit uns gehen werden und in der Vermarktung das dementsprechend auch platzieren werden. Ja, dann sage ich Dankeschön. Ich würde einfach bitten um die Fragen, frei von der Leber aus, außer wer Fragen hat, gern bitte gerade außer sagen. Ich hätte jetzt ganz kurz eine Frage, exportiert Schirnhofer nach Deutschland überhaupt? Also bis ja, jetzt natürlich. Also Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt. Also wir liefern schon seit mehreren Jahren nach Deutschland, aber wir wollen natürlich durchstarten. Im vorigen Jahr eine eigene Firma gegründet, die Schirnhofer Deutschland Vertriebs GmbH. Ich habe einen Geschäftsführer geholt vom drittgrößten Unternehmen Deutschlands und habe mittlerweile eine Vertriebsmannschaft draußen. Und einer der Hintergedanken ist ja nicht nur, ihn in Österreich, sage ich mal, noch publiker zu machen oder die Marke noch publiker zu machen, sondern wir wollen in Deutschland durchstarten. Und ich glaube, da können wir uns gegenseitig helfen. Essen Sie nur oder kochen Sie auch? Eierspeise. Ich lasse mich gerne bekochen. Das heißt, kochen, ich tue jausnen. Ich muss ehrlich sagen, in meinem alten Studentenfrühstück Kühlschrank ist eigentlich immer nur ein Jausen drin. Das warme Essen kocht die Nachbarsammer oder überhaupt die Oma. Oder man fährt einmal zur Mama hin. Unterwegs wäre ich sowieso laufend verköstigt vom Allerfeinsten, dass ich jetzt einmal 3 Tage auf der Alm war und ein bisschen an Speck wieder runtergewandert habe. Ja, aber zu Hause, ich selber muss ich sagen, bin dann daheim echt und das ist halt, ich freue mich oft am meisten über Butterbrot. Lieblingsessen? Käse und dann Stickerl, Speck oder wie auch immer. Ja. Schlechter Koch, Eierspeis geht halt. Spiegelei. Verziehen. Hemmendeck. Da halte ich gerade noch mit, würde ich sagen. Nein, aber gibt es ein Schirnhofer Lieblingsprodukt oder schmeckt alles oder was ist? Oder hat es da eine Vorverkostung gegeben der Produkte, die jetzt unter Gabalier laufen? Auch gegeben, wie gesagt, wir haben da ein paar Linien eigentlich durchgezogen. Ich stehe halt einfach so auf das extrem würzige, diese, wie du sagst. Krümelbauch und Co., das waren so die Produkte, steirische Scherze, das ist das Herz aufgegangen für ihn. Das ist es, was ihn trifft. Wenn es ins Magere gegangen ist, habe ich da Schinken hätte ich auch gehabt, und was meinst du davon? Ja. Da war es, ich merke, das Gesicht ist verfallen, also da war es vorbei. Ist das vertraglich irgendwie nicht inbegriffen, dass da ein Teil vielleicht in Naturalien dann abgegolten wird? Ja, wir haben auch zugesetzt, in den nächsten 3 Jahren auf das läuft der Vertrag, obwohl wir langfristig zusammenarbeiten wollen, haben wir gesagt, du musst das auf 120 Kilo schaffen. Okay. Wenn du das nicht schaffst, dann ändert der Vertrag. Dann wird der Vertrag verlängert. Dann wird es nur dann wieder verlängert. Ja, aber es steht drin, dass man zu zweit auf die Wolke dürfen. Das stimmt allerdings, heißt. Nein, wir haben gesagt, er kennt die Autobahnabfahrt Hartberg oder Bad Waltersdorf und da hat er natürlich weit um. Wir haben ein paar Köche in der Firma, wenn er Hunger geht, kann er gerne kommen. Ja. Eine kleine Labstation ist immer ein Auto. Ein bisschen was haben wir drin zum Verkosten. Wann fangen Sie an mit den Werbespots im Fernsehen? Also das muss ich beantworten fast. Also Fernsehen wird weniger sein. Also ich muss mal hören, sehen tut man auch zwar öfter, aber ich glaube, ich muss mal hören. Deswegen haben wir uns für Radio entschieden in dem Fall. Und wir wollen das Ganze mit Anfang August starten. Dort geht es dann auch um die Vermarktung von solchen Produkten. Das heißt, 1. August ist so eine Deadline für uns. Mitten im Sommer, wobei der Sommer unter Anführungszeichen eh relativ ist, wenn man da rausschaut beim Wetter. Aber auf Anfang August wollen wir starten und dann wollen wir auch natürlich die Werbemaschinerie lostreten und dann wollen wir in die Kommunikation kommen. Und so ist jetzt einmal angedacht. Ich freue mich auf Arbeit, weil wir ja ab September zum ersten Mal auf Deutschland-Tour fahren, die erste eigene Tournee, die einfach auch mitbeworben wird in den ganzen Supermärkten. Es ist neben der momentan doch relativ starken Omnipräsenz
noch haben wir uns drauf, glaube ich, auch für die Tour, die draußen ganz toll angelaufen ist. Und ja, so ist das im Supermarkt eigentlich auch noch drin. Es kommt keiner mehr an dir vorbei, also ich danke.